Ich wurde von vielen Menschen gefragt, wie man es schaffen kann, vollkommene Gesundheit zu erreichen durch Aktivierung der Selbstheilungskräfte. Ich habe es einst getan und ich weiß, wie es ist, wenn man da hinkommen will, wieder Gesundheit zu erreichen. Ärztin Raphael zeigte mir den Weg zu vollkommener Gesundheit in Körper, Geist und Seele. Und diesen Weg werde ich dir heute in diesem Video erklären. Möchtest, wie du zu vollkommener Gesundheit kommst. Ich war auch eins und es war 2006 sehr krank und ich habe es geschafft, zu vollkommener Gesundheit zu kommen, indem ich vollkommen auf die Botschaft meiner Seele gehört habe. Dazu aber gleich mehr. Mein Name ist Udo Wolfmann, ich bin Engeltherapeut und Hellseher. Und wenn dir dieses Video gefällt, freue ich mich sehr über deinen Daumen nach oben und über deinen Kommentar. Wichtig ist auch, dass du EngelTV abonnierst, damit du immer informiert bist, wenn es Neuigkeiten aus der geistigen Welt für dich gibt. So, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Unser Körper ist perfekt. Perfekt geschaffen von Gott und unser Körper kann nicht krank werden. Ja, ich hatte 2006 sogar eine Krebserkrankung und trotzdem sage ich, unser Körper kann nicht krank werden. Klingt komisch, ne? Wahrscheinlich. Was erzählt der mir jetzt da? Körper kann nicht krank werden. Ich bin auch krank. Ich habe doch auch meine Erkältung. Ich habe doch dies. Ja, natürlich. Es gibt Dinge, die ins Ungleichgewicht kommen. Ein seelisches Ungleichgewicht äußert sich zeitweise über ein körperliches Unwohlsein oder über eine sogenannte körperliche Krankheit. Wie bei mir 2006 über eine Krebserkrankung im Stadium 4. Ich dürfte also eigentlich gar nicht hier stehen, tue ich aber und ich bin vollkommen gesund. Nach einem Jahr bin ich auch vollkommen gesund geworden. Warum? Weil ich meine Seelenbotschaft verstand. Meine Seelenbotschaft war damals, dass ich Schindluder mit mir selbst getrieben habe, mich habe ausnutzen lassen von allen möglichen Menschen und nicht in der Selbstliebe war. Ganz simpel. Ich habe das gelöst, ich habe das Problem aufgelöst, bin ganz bei mir und habe nur noch wundervolle Menschen in meinem Umfeld, weil ich mein Umfeld aufgeräumt habe. Und genauso musst du gucken, was sagt mir meine Seele. Bei einer Herzerkrankung zum Beispiel kann es auch einfach sein, dass du emotional völlig unausgeglichen bist und deine Emotionen in die falsche Richtung lenkst auf andere Menschen statt zu dir oder du bist in einer unglücklichen Beziehung oder. Man muss natürlich individuell schauen, was ist deine Ursache. Und da kannst du auf deine Seele hören, du kannst auf deine Seele vertrauen. Frage deine Seele, frage Erzengel Raphael, so habe ich es gemacht. Lieber Erzengel Raphael, bitte hilf mir, die Botschaft meiner Seele zu verstehen. Frag Jesus Christus, frag Gott, verbinde dich mit diesem Wesen und du wirst die Botschaft deiner Seele verstehen. Gucke, was hast du aufzulösen? Manchmal sind es auch Defizite in der Vergangenheit. Da gibt es manchmal Verhärtungen zwischen den Eltern, ne? Also, oder auch aus früheren Leben, die man lösen kann. Aber deine Seele weiß das alles. In deiner Seele steckt es alles drin, was du auflösen kannst, was du auflösen solltest, um vollkommen gesund zu sein. Und das ist der Prozess. Das ist eigentlich schon alles. Klingt erstmal ganz, ganz simpel. Ist aber für viele eben sehr kompliziert, weil dazu sind Veränderungen nötig. Nach meiner Krebserkrankung habe ich mein Leben drastisch verändert. Wie gesagt, ich habe mich von allen Menschen gelöst, die mir nicht gut taten und habe nur die beibehalten, mit denen ich mich gut verstehe, die in meinem Herzen auch heute noch eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen. Und das ist einfach wichtig, dass wir dann sehen, was soll ich verändern? Und Veränderungen machen Angst, vor allem machen sie dem Ego Angst. Ne? Dann wird dein Ego sagen, nein, Veränderung bloß nicht, es schadet dir. Aber das Gegenteil ist der Fall. Es schadet dir, wenn du stehen bleibst. Es schadet dir, wenn du stagnierst und nicht weitergehst. Da entsteht der Schaden. Nicht in der Veränderung. Ich wünsche dir vollkommene Gesundheit, Gottes Segen auf deinem Weg. Licht und Liebe und bis bald. Euer und dein Udo Wolfmann. Tschüss.